Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na bitte. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist. Doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling. Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls. Und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Die Legende des ausgestoßenen, einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen, eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Unter dieser Augenklappe verbirgst du eine Narbe, nicht wahr? Doch er hätte dich auch so erkannt. Du kommst ganz nach deiner Mamu. Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupalupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast
und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Als das Dorf zerstört war und du verschwunden bist, brach ein Streit zwischen den Familien aus und die Schüler wandten sich gegeneinander. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Klingt, als denke er, das stimmt nicht, auch wenn dein Herz sich verfinstert. Nichts ist so stark wie die Liebe einer Mamu. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen, die Kartoffelköpfe. Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Das wird die Zeit zeigen. Jedenfalls möchte er dem sein Leben widmen. Er ahnt, dass das Schicksal der Welt davon abhängt. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensei-Baumes geleitet werden müssen.
Sie verbergen sich im Glitzergras, das tief in den nassen Höhlen wächst, wo sie sich von Gesteinsmineralien ernähren. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensai zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Er hat dich für eine Weile verloren, doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Er erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Es existierten Aufzeichnungen über die Zerstörung des Landes durch die Toxanol Corporation. Die Apokalypse entfachte eine Re-Evolution, die Wiederkunft und der Anfang des neuen Lebens. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Viz repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Wherefore, where we, Kabobe Farhi. Steinalt sagt,
Seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Baluodolor. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Seine Freunde haben für jeden Weltenfresser etwas vorbereitet. Der Mekton, der Oktopod, der Mute und der Glibbergleiter sind fast schon einsatzbereit. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. So langsam hast du es raus. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Wisse, dass der Baum des Lebens stirbt. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Mal sehen. Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Im Laufe der Zeit haben die Weltenfresser in dieser Welt Spuren hinterlassen. Dies ist nicht das erste Dorf und auch nicht das letzte, das ihm zum Opfer fällt. Sieh, jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast, doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt,
nicht nach den Absichten. Diese Taler-Iglesie schaut so. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Oh, da ist ein Funken des Lichts in dir. Was gibt es am Licht schon zu mögen? Es schmerzt in den Augen. Es schmerzt nicht so sehr wie dein Anblick. Immer musst du persönlich werden. Und du tust so, als ob es das nicht wäre. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt weiß, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Yagni-Stamm dürfte deine erste Wahl sein, da er nach der Vorherrschaft strebt und vor allem gefürchtet werden will. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein. Denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Tamuk Gabamuk Tab. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Yatu Yau Mauer Kusata Geto. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Yagni. Er spürt, dass du die Welt sich der Yagni teilst. So oder so würden die Yagni jemanden willkommen heißen, der sie im Kampf gegen die Myriad unterstützt. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet er am Fuß des Baums des Lebens auf dich. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Eine Brücke. Geh einfach rüber. Thank you.
reingewürfelt. Schneider. Diesen Bereich haben sie wieder unzerstört und zugeschlammt. Was früher Mist war, als ob es nicht schon vor dem Stammeskrieg schlimm genug gewesen ist. Jeden Tag ein bisschen stärker. Das ist die Festung des Yagni-Stammes. Ihre Freundschaft kann Fluch oder Segen sein. Das liegt ganz bei dir. Du kannst entweder zur Lösung des Stammeskrieges beitragen oder Teil des Problems werden. Mal sehen.